Herzlich willkommen, liebe Freunde, in Lag City mit dem Max im Multiplayer. Jo. Koop Season. Meine Güte. Ich bin wieder rot. Ich bin blau, so wie jeden Abend. Wenn wir zusammen zocken. Heute wieder auf meinem Kanal das zweite Spiel in Liga 4. Leider letzte Mal das erste Spiel verloren. Aber, ja, aber trotzdem ein Blick wert. Wir spielen mit Wolfsburg einfach aus dem Grund, weil sie heute, wir nehmen Donnerstag auf, heute gerade im, was spielen die? Europa League gegen Neapel, haben zu Hause 4-1 verloren. Haben sie gerade erfolgreich eine Niederlage hinstecken müssen? Oh, hätte mich hier schicken können. Oh, sorry. Was machst du denn da? Ich weiß nicht, ich wollte eigentlich in eine andere Richtung spielen. Was ist denn los hier? Hä? Du weißt schon, du bist blau und ich bin... Ja, weiß ich, alles okay. Du bist rot, meine ich, und ich bin blau, so. Ja, alles okay. Ja, also Wolfsburg hat sich gerade alles verbaut, was sie sich verbauen können. Oh Mann, ich hab vorher den Trick gedrückt. Oh, De Bruyne, Mann. Pass hoch. Also ich meine, man jetzt schon... Voll nein! Satt. Oh, wäre so perfekt gewesen, Mann. Was? Voll. Was war das bitte? Wir können einfach nichts wetten, wir sollten es echt lassen. Aber, weißt du, wie du den einfach so, und er nimmt den so halbherzig mit der Schulterbrust an? Ja, also Wolfsburg hat, wie gesagt, sich gerade wirklich, also im Hinspiel 4-1 verlieren und dann noch zu Hause ist schon hart. Das ist im Europa Viertelfinale, also im Europa League. Weil man überlegt, dass sie gegen Bayern 4-0 gewinnen konnten. Okay, mach schnell. Ja. Schöner Pass. Ich glaube, lol. Was denn jetzt? Achso. Wir haben Freistoß. Haben die ihn gut? Die haben doch hier besser. So. Oh, schade. Bisschen daneben. Ja, ich bin nicht so ein guter Freistoßschütze wie du. Ja, mal gucken, wie es mit Wolfsburg läuft. Mit Toronto ging es ja so, aber wir hatten ein bisschen Pech. Ja, das war dann zum Ende hin... Aber es war richtig interessant, einfach mal mit einem doch etwas schlechterem Team, kann man es ja schon nennen, mhm, auch wenn dort ein paar gute Spieler drin waren, zu spielen. Wir haben zum Ende hin einfach schlecht in der Defense gespielt und... Lol. Boah, das war ja so die perfekte Grätsche, oder? Boah, Alter, richtig hart geleckt gerade. Ey, Dost ist so langsam. Ja, deswegen habe ich ja Perisic geschickt. Jetzt in die Mitte. Ich wollte jetzt. Lol. Was? Oh, der hat... Ich habe vorher da in der Mitte schon schießen gedrückt und der hat sich das einfach gemerkt und dann einfach nochmal so abgezogen. So ein Scheiß. Wir spielen übrigens ohne Lord Bentner. Und mit dem 1-0 ist nice, Alter, Dost. Biest. So, ich habe einen geschnittenen Schuss gemacht und er macht ihn eiskalt mit links. Ja, wir spielen ohne den Lord aktuell, weil mit zwei langsamen Stürmern wäre das echt ein bisschen sehr im Aufbauen. Wir spielen übrigens nur mit einer Dreierkette. Also mal gucken, wie es so läuft. Bin mal gespannt. Bisher ja ganz gut. Ich finde auch Wolfsburg hat was hast den du geilen... eingestellt? 3-4-3 oder? 3-4... Ich glaube 3-5-2. Okay. Weil ich bin ja, also was ich momentan auch bei beim Ultimate Team mein Team ist, ist 3-4-3. Mhm. Ich finde die Aufstellung einfach mega geil, weil ich drei richtig krass Innenverteidiger habe mit Hummels, Benatze, Inform und... War nicht im Abseits, scheiße. Elfer. und Boateng. Mhm. Und dann halt... habe ich halt weiter im Mittelfeld Bundesliga und Scherzi, um dann im Sturm Hazard, Costa und Dingsi zu haben. Wie heißt er hier? Jesus Navas. Was eigentlich mega nice Team. Mach ihn. Nice. Boah, saftig. Schöner Alter. Pass vom Max. Caligiuri ist richtig. Ja, der ist auch Hammer. Mega nice. Der hat eine frische Friese, Alter. Eine frische Friese. Aber schon 2-0, also hier
heute ein leichteres Spiel, kann man schon sagen. Aber Rasieren, Alter. Wir wir müssen uns rasieren. natürlich trotzdem konzentrieren, weil ich meine, so wie haben wir das nicht letztens schon mal geschafft, aus dem 2-0 zu verlieren? Nee, das war nicht mit dir. Ach Nee. nee, mit meinem anderen Kumpel, mit dem ich früher Koop gespielt hatte. Wir zocken ja so immer noch manchmal. Ich einfach, da haben wir 2-0 geführt und dann einfach 4-2 oder 5-3 verloren. Ich weiß es nicht mehr genau. Nice. Läuft bei euch. Weil die einfach so einen harten, also die Gegner hatten so hart Glück gehabt und wir haben so hart gefailt, so wie dieser Pass gerade. Komm, hier musst du richtig scheiße. Ich wollte gerade sagen, richtig schön hier geblockt den Ball. Ja, schöner Kopfball. Bei Kopfball müssen wir aufpassen, mein Zugeschuss ist immer nach vorne dran. Um. Ah, saftig. Lol. Was soll's? Was? Oh Was Gott! soll's? Hol ich mir den Ball so richtig geil wieder? Und dann so einen scheiß Pass gespielt, Aber die ey. Grätsche war auch hier scheiße von De Bruyne. Ja, der ist einfach zu klein, um zu grätschen. Oh Gott. Alter, hast du gestern Bayern gegen Porto gesehen? Nee. Alter, Ich Bayern gucke hat dich. generell keine Bayern-Spiele, weil ich den. Ich mag Bayern echt nicht. Selbst wenn die in der. Also wenn die als einziges deutsches Team international noch tätig wären oder so. Ich bin einfach nicht für Bayern. Ich weiß nicht. Ich kann die nicht Mach leiden. ihn. Schade. Ich glaube, das war. Oh, was macht denn unser Spieler da? Der läuft einfach vom Ball weg, oder was? Ball gespielt. Richtig gut. Kein Abseits. Hier in der Mitte steht Dost im Abseits. Verdammter kleiner Trickser, ey. Mann, Perisic, Alter, setz doch mal deinen Körper ein. Hey Leute, hat der gerade De Bruyne getunnelt? Weiß. Ich weiß nur, dass die Grätsche richtig scheiße war. Ja, Mann. So macht ne, geht eine Grätsche. Eigentlich kann ich übelst gut grätschen, aber Alter, die manchmal. Pässe sind auch scheiße gerade, echt. Kein Pass kommt ordentlich an von Bräune. Ja, Bayern Ja. wurde hier gestern richtig zerskillt von Porto, Alter. Ja, Und das ist nice. Quaresma, der ist gestern übel abgegangen. Ist Halbzeit? Nö. Zwei Stunden. Ja, Mann, also Bayern hat gestern irgendwie richtig scheiße gespielt und Porto hat richtig geil gespielt. Hat Porto wenigstens gewonnen? Ja, 3-1. Ja, nice. Das ist. Ich muss sagen, eigentlich ist man ja international trotzdem für deutsche Teams, ne? Aber Ah, wenn Bayern verliert, bei dann Bayern freut mich fällt es das. immer schwierig. Ich muss gar nicht. Ich weiß nicht, aber ich freue mich, wenn Bayern mal verliert, weil ich meine, schau es dir an, in der Bundesliga haben die eine Niederlage? Ja, okay, gegen Wolfsburg. Und gegen Gladbach. Ja. Aber ansonsten ist da eigentlich. Ja, aber Gladbach, die können auch nur verlieren, wenn sie sich Eigentore schießen. Kennst du doch gegen Dortmund. Stimmt. Hinrunde. Abseits. Aber so glasklar, Alter. Ja, alles geplant, alles geplant. Okay, hier kommt Ganz ein kurzer kurz auf. Pass auf Rodriguez. Sehr schön, Halbzeit. Hätte auch so ein Zopf, Alter, der sieht aus wie so ein. Jeder Auswärtsblock. Okay, die Gegner noch keinen Schuss aufs Tor, läuft Weißt auf jeden du, Fall. wir haben einen Schuss aufs Tor. Aber zwei Lol. Tore. Guck mal, wer den zweiten Schuss aufs Tor gemacht hat. Oblak. Das war ein. Alter, das zählt als Eigentor. Vor allem, guck mal. Das Ach, erste Tor schade. von Dost zählt als Eigentor, weil Oblak den noch mit dem Arm berührt hatte. Ist es scheiße. Im Ernst jetzt? Ja. Einfach nur, weil ich ihm gegen den Ellenbogen oder so geschossen hatte. Jetzt halt. Ja, ich warte noch. Schade. Wie er es ankündigt und dann perfekt den Ball verliert. Beziehungsweise perfekten Pass spielt. Oh Gott. Schade. Seit wann spielt Naldo außen? Achso, du schaffst noch einen Dreier-Defense. Boah, Alter. Spiel oben.
wieder eiskalt gestolpert ist. LOL! Alter, was ein geiles Tor. Nices Tor, Mann. Vor allem Schürrle, ich dachte mir so, ziehst du einfach mal ab. Finesse. Hast du Finesse gemacht? Ja. Guck mal, wie perfekt der Defender da. Oh. Ist aber auch bitter, Alter. Weil der Torwart hätte richtig, eigentlich noch... Richtig schön mit der Schulter. Der Torwart hätte eigentlich locker noch was machen können. Der hätte den auch locker gefangen normalerweise. Ich meine, bei der Flugbahn, guck dir doch mal diese Flugbahn an. Stiernacken, Alter. Richtig geil. Das ist ein Tor, das erlebt man auch nur alle 20 Jahre. Alter, 3-0, wir rasieren die richtig. Ja, so muss das sein. Ist ja jedes Spiel. Nee, so letztes Mal wie mit Toronto. Ach so, ach, die haben. Ja, mein Spieler lässt sich entfallen. Ich werde einfach mal zu zweit auf den Ball aufrennen. Ja, warum nicht? Pressing ich hart. Ich zieh ihn am Trikot. Ah, der Arm ist zu kurz. Schön. Boah, das ist ein Naldo, wie man ihn kennt. Und jetzt hier der schnellste Spieler auf dem Platz. Gott, ich hab schon passend gedrückt, aber der macht einfach nichts. Toll. Hier beim cool aus. Oh, richtig schön, Rodrigo. Alter, oh. Starker. In der Mitte steht Dost. Oh. Mann, Alter. Ich verliere lieber den Ball. Ja, ich habe den Trick schon 30 Jahre früher eingegeben, aber ist okay. Scheiße, ich wollte ihm so ausweichen, aber der ist einfach nicht, ich bin nicht an ihm vorbeigekommen. Der stand einfach prägnant im Weg. Da kann Pass wieder mal von mir. Ja, come on, ich Alter. Ich finde aber auch Dost ist momentan besser im Sturm als der Lord. Oh, schade. Ja, wie Caliguri da einfach mal... Mit seiner Frise, Alter. Das liegt nur an seiner Frise, Junge. Wenn man so einen Kopfball hinlegen kann. Ja, der war echt richtig saftig. Bist du eigentlich bei deinem Karrieremodus jetzt schon in den Aufstiegsrunden? Was denn für Aufstiegsrunden? Gibt es nicht in der zweiten englischen Liga irgendwie Aufstiegsrunden oder so? Oder ist man da direkt aufgestiegen? Also normalerweise habe ich mit dem ersten Platz direkt Aufstieg. Oh, nee, ach so. Ne? Aber ich hab keine Ahnung, weil ich bin, was weiß ich, ich habe ja noch nicht weiter aufgenommen. Mhm. Jetzt, ah, zu spät. Hier, Caliguri. Oh, was ein Passfunk. Alter, wir rasieren die richtig. Da freut sich übrigens Kösti. Kösti, hier, schönen Gruß an dich, deine Lieblingsmannschaft. Das geht richtig. Ja. Besser als dein Wunsch letzte Mal, dass wir mit Toronto spielen sollten. Aber richtig schön, Alter. Weil wie der Torwart wieder mal nichts macht. Sein zweites Tor jetzt in dem Spiel schon. Könnte noch einen Hattrick schaffen. Caliguri. Hast du Fast 7 mittlerweile angeguckt? Nein, das fragst du mich jedes Mal, aber ich habe echt keine Zeit. Ich will wissen, wie du den Film findest. Ich glaube, ich mach's einfach am Wochenende. Oder nächste Woche die. Alter, ich habe immer noch kein Geld bekommen, ne? Ich habe zwar schon die Abrechnung bekommen, aber noch kein Gehalt überwiesen bekommen. Die beuten mich aus. Nee. Ich weiß ja, was ich bekomme. Haben mir jetzt schon bei meiner Mutter 20 Euro leihen müssen. Ach, schade. Weil ich momentan echt auf nichts lebe, ey. Auf nichts lebe? Knallhart arm, ey. Also, ihr wisst es. Spendet an Mulchern. Ja, bei mir ist immer ein Link unten drin. Also wenn ihr mal Spiele kaufen wollt, müsst ihr den auch mal benutzen. Link zu meiner Kontonummer ist immer unten drin. aber die Seite, die unten verlinkt ist, wenn ihr da über diesen Link einkauft... Ich wollte eigentlich den anderen schicken. ...kriege ich immer einen Teil davon, was eigentlich ganz geil ist, weil diese Seite ist so billig. Oh. Oh. Hupsi. Erst das erste Ding falsch gemacht und dann das auch falsch. Aber gut, du kriegst es da auch nicht richtig hin. Hast du den schon wieder in den Beinen? Ah, ich denk mal mit dem... Jetzt! Ey, was macht denn Schürrle? Schiri?
Lass den Freistoß. Wieso? Hättest den Freistoß lassen müssen, Mann, ja, aber. konnte ich nicht. Dost ist da automatisch rangegangen. Toll. Mann. Das war eine Oh richtig Gott. gut, war eine richtig gute Möglichkeit mit Ricardo Rodriguez gewonnen. Ich weiß, aber das Problem war einfach, Oh, dass Dost sorry. da einfach rangegangen ist, auch wenn ich gedrückt habe, lauf weg. Lauf weg. Ja, das ist so eine Taste. Die ist, wenn man in die Anleitung guckt, steht bei der Taste Lauf weg. Also nicht, dass sie Steuerknüppel heißen würde oder so, nein, sondern Lauf weg. Oh, Alter, was denn das bitte für eine Pussy-Grätsche? Toll. Was ein Pass hier. Aldo räumt den auf. Oh, erstmal kurz. Alter, die Alter, Pässe nach vorne sind richtig ganz scheiße. ehrlich, ich passe so richtig schön. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen Und hier dann. bei Wolfsburg. Die Pässe nach vorne gehen gar nicht, Alter. Weder Gustavo noch dieser Gulli können passen, Alter. Oder mit. Lol. Ecke. Es gibt doch noch eine Ecke, Alter. Also, ich habe überall hingedrückt beim Kopfball, aber nicht dahin. Ja, denk mal den Schiedsrichter nicht, dass er den Ball noch bekommt. Schon. Könnt mir nämlich gut vorstellen, dass sie da so hinpassen wollen. Sehr schön, Vorne Benaglio. ist für alles frei. Aber Aber das ist. Benaglio, Alter. Benaglio war ja auch mal so richtig krasser Torwart, richtig in der Bundesliga. Jetzt ist er irgendwie, also nicht mehr so der Beste, sage ich mal. Ich fand ihn damals besser als Neuer. Dreht noch mal Wo hier. die noch ihren coolen Dreiersturm da hatten mit, Ja, starker Pass. ne, weiß Komm, doch. come on, come on. Ja, zu langsam. Zu Mann, langsam. ich versuche die ganze Zeit auf DOS zu wechseln, aber der macht es nicht. Hallo? Komm! Fick dich mal, du kleine Fotze, Juan Fran hier. Ach komm, lasst mich hier durch. Ist doch nicht normal, Alter. Komm, wie er die Zeit runterspielt. Ja, beim 4-0. Alter. Eigentlich müssen wir die Zeit runterspielen. Wir, nicht die. Sehr schön, das erste Spiel gewonnen. So muss das sein. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie gesagt, für die Hey, das ist neuen das zweite Teams. Spiel in der Liga, Meister. Ja, erstes Spiel aber gewonnen. Ach so, der erste Sieg jetzt so. Ja. Das ist unser erstes Oblak-Eigentor, Alter, wenn ich das lese, das war. Da war nichts Eigentor, das war so perfekt gemacht mit Hier war Dost. nochmal mein krasser Freistoß. 3 Punkte, sehr schön. Jetzt brauchen wir noch 13 für den Titel. 9-6, ja, es war ein klarer Sieg. Wir haben da richtig rasiert die Gegner. Ich glaube, die hatten nicht eine richtige Lass Torchance, gerade kann noch das mal die sein? Highlights hier durchlaufen. Ich wollte jetzt nämlich noch mal dieses. Ah, das ist hier das Tor von Caligiuri. Ja, 2 Tore gemacht. Aber das Tor von Oblak zeigen sie leider nicht. So, was ist denn ein Eigentor von? Mann, weil ich hab geschossen und wahrscheinlich hat FIFA durch diese Ellenbogenaktion. Jetzt kommt das schöne Tor hier. Durch die Ellenbogenaktion, das dann so registriert, dass er den Ball sozusagen ins Tor boxiert hat. Kann sein. Eigentlich total dumm, weil hier Caligiuri, der 9,6 Spieler des Tages. Auf jeden Fall. Wir haben weniger Ballbesitz gehabt. Ja, Passgenauigkeit nur 75%. Im Gegensatz zu den 81%, die die hatten. Also, klar, hat man gesehen, dass unsere Pässe echt scheiße manchmal waren. Aber was soll man machen? Ich würde sagen, das war's für diesen Part wieder. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder, wenn es heißt Co-op Seasons auf Max Kanal. Ja? Schaut da vorbei. In der Beschreibung natürlich immer der Link zu seinem Kanal zum letzten Part. Müsst ihr auf jeden Fall reinschauen. Mega geil. Ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin, haut da rein, habt da Spaß. Ciao, ciao. Ciao.